Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner überirdisch riesigen, unmöglich zu schaffenden Leseliste für den Juni 2015. Ja, ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele Bücher ich hier liegen habe. Ja, ich habe mir diesen Monat wirklich sehr viel vorgenommen. Ich glaube, ich habe noch nie mir vorgenommen, so viele Bücher zu lesen. Aber da ich in Kur gehe und dort wahrscheinlich sehr viel Zeit zu lesen habe, wenn ich Pause habe und so weiter und so fort und Ferien sind, habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal richtig was vor. Und das habe ich auch getan. Ich habe mir, glaube ich, 19 oder 20 Bücher herausgesucht. Und die liegen jetzt alle um mir rum, deswegen muss ich hier mal so ein bisschen gucken. Und ja, ich habe hier erstmal noch zwei Bücher, die ich angefangen habe aus dem Mai. Und die haben jetzt beide noch nicht so begeistert, dass ich unbedingt weiterlesen müsste. Deswegen zeige ich euch mal kurz. Die werde ich dann mal irgendwie, keine Ahnung, zwischendurch oder so lesen. Und zwar ist das erste Buch der dritte Teil von 50 Shades of Grey. Da bin ich jetzt bei Seite 200 oder so. Warte, ich kann es euch zeigen. Ja, genau, auf Seite 200 und ich muss sagen, mir geht Anastasia so auf den Keks. Ich will am liebsten das Buch an die Wand pfeffern, aber ich möchte diese Trilogie jetzt unbedingt dieses Jahr beenden. Und deswegen wird es Zeit, dass ich dieses Buch ein für alle Mal beende. Ich habe ja gehört, dass es bald einen vierten Teil von dieser Reihe gibt. Und zwar aus der Sicht von Christian Grey. Wie finden wir das denn? Ich weiß noch nicht, ich bin so zwiegespalten, ob ich es lesen soll oder nicht. Weil wenn es noch jemanden gibt, den ich noch mehr hasse als Anastasia, ist es Mr. Grey. Der erste Gedanke im ersten Teil war, servier diesen Vollidioten ab. Das habe ich von dem größten Teil der Mitte, habe ich mir das so gewünscht. Aber was macht sie dann im zweiten Teil? Schmeißt sich wieder an ihn ran, das gibt es nicht. Und jetzt, ich spoilere euch nicht, keine Angst, sie haben geheiratet. Und das passiert schon auf der ersten Seite, die man liest. Also, ich muss sagen, so Bescheuertes habe ich noch nie gelesen. Deswegen ist das erste Buch, was ich unbedingt lesen muss, damit ich diese Reihe ein für alle Mal beende. Okay, als nächstes ist mein zweites angefangenes Buch. Der dritte Teil von House of Night erwählt. Das habe ich, glaube ich, für die 2015 Challenge von der lieben Jessie gelesen. Oder ich bin dabei. Ich bin noch nicht so besonders weit. Ich bin, glaube ich, zweite Kapitel oder so. Ich gucke mal kurz. Ich bin bei Kapitel 6. Das ist Seite 89. Also ich habe noch nicht mal 100 Seiten geschafft. Und ich muss sagen, es geht. Also ich muss mich schon ein bisschen durchquälen. Und das, obwohl das Buch jetzt nicht so dick ist, im Laufe der Zeit werden die ja dicker. Und mich hat es einfach noch nicht so gefesselt, dass ich es unbedingt einen Rutsch lesen muss oder so. Also das tun die Bücher irgendwie allgemein nicht. Ich mag sie schon, aber ich finde, der Schreibstil hat irgendwas, was mich total runterzieht. Und ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich mir den vierten Teil auch selber nicht zulegen. Ich werde mir wahrscheinlich in der Bücherei ausleihen oder so. Weil beenden möchte ich diese Reihe auf jeden Fall, auch jetzt nicht in der nächsten Zeit unbedingt. Aber ich möchte sie unbedingt beenden und deswegen werde ich versuchen, dieses Buch auch in den Ferien zu beenden. Okay, als nächstes habe ich hier liegen das ist schon der siebte Teil von Harry Potter. Und zwar ist das The Deathly Hallows, also der, wie heißt denn das jetzt? Die Heiligtümer des Todes, mein Gott. Ich bin schon völlig raus, ob ich jeden Monat ein Harry Potter Buch gelesen habe. Und das ist jetzt der letzte Teil, das heißt, wenn ich den gelesen habe, dann habe ich die Challenge geschafft, also die Harry Potter Challenge. Und ich werde wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit kein Harry Potter mehr lesen, weil ich weiß nicht. Es war schon eine interessante Erfahrung, das nochmal alles so zu lesen. Aber ich habe ja schon letztes Jahr Harry Potter auf Deutsch gelesen und auf Englisch und ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal unbedingt lesen würde. Aber ich liebe ja Harry Potter trotzdem.
So, als nächstes muss ich mal gucken. Ich habe noch ein angefangenes Buch. Und zwar habe ich ja das Verbotene Eden, Magda und Ben, das ist der letzte Teil, angefangen. Und der ist für mich der absolut beste. Man erfährt einfach alles, wie das dazu kam, zu diesem Krieg zwischen den Männern und Frauen. Und das aus der Sicht von Magda und Ben. Und es wird auch noch ein großes Finale geben, also einen großen Kampf, auf den ich schon sehr gespannt bin. Ich bin jetzt auf Teil 3. Es gibt ja Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ich bin schon in Teil 3 und das ist jetzt nicht mehr so viel, es sind irgendwie 180 Seiten oder so. Das sollte ich wohl auch die Tage beendet haben. Und ich werde sehr traurig sein, wenn diese Trilogie vorbei ist. Die ist mir so ans Herz gewachsen. Aber ich wollte ja unbedingt den dritten Teil lesen und das hätte mir klar sein sollen. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich voranarbeite. Ich glaube, so liegen einfach überall um mich rum die Bücher. Und zwar möchte ich nächste Woche am 15. anfangen mit meinem ersten 7-Tage-Lesen. Und da musste man voten für einen dicken Wälzer. Da musste man sich 3 Bücher raussuchen. Und ich zeige euch jetzt erstmal, welche ich davon rausgesucht habe. Weil ich kann ja nicht sagen, wie viel ich schaffe und so weiter. Und zwar ist das erste Buch Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter. Und ich habe ja auch schon seit Ewigkeiten den zweiten Teil hier stehen. Sollte ich dieses Buch hier lesen, werde ich wahrscheinlich den zweiten Teil sofort hinterher lesen. Weil ich ja auch sehr begeistert von dem Film war. Und obwohl alle sagen, der Film wäre total doof, wird mir dieses Buch bestimmt zusagen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf. Und ich werde bestimmt den zweiten Teil dann hinterher lesen. Okay, dann stand auch noch zur Auswahl Nachtprinzessin von Sabine Tiesler. Das habe ich auch noch mal wo oder so gekriegt. Aber das spielt ja jetzt nicht zur Sache. Das ist ja ein Thriller und ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich werde mich überraschen lassen, aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob ich das lese. Also dafür wurde sehr wenig gewotet in der Gruppe. Und deswegen steht das jetzt auf Platz 3. Und das sieht jetzt nicht so aus, ob ich es lesen werde. Höchstens, wenn ich dann halt alle Bücher beendet habe und ich dann nicht mehr weiß, was ich lesen soll. Wird bestimmt interessant, so eine 7-Tage Leseerfahrung. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also ich werde dann auch mit der Kamera, werde ich bestimmt irgendwie dann noch halt mitfilmen. Das gehört ja zum 7-Tage Lesen dazu, ne? Okay, und das dritte Buch war Gebannt unter fremden Himmel. Das steht ja auch schon drauf auf meiner Leseliste fest wahrscheinlich, weil ich es ja im letzten Monat nicht geschafft habe, es zu lesen und es jetzt unbedingt Zeit wird und ja, ich freue mich schon drauf. Das steht übrigens auf Platz 1 im Moment. Also dafür wurde am meisten gewotet. Eragon ist auf Platz 2 und Nachtprinzessin ist auf Platz 3. Und ja, ich freue mich schon drauf, auf 7 Tage lesen. Wenn ihr übrigens von den 3 Büchern, also Gebannt, Eragon und Nachtprinzessin, noch voten wollt, also hier in den Kommentaren, könnt ihr das gerne machen, die zähle ich dann natürlich dazu. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar Zwischendurchbücher, bevor ich dann zu meinen Kurbüchern komme, weil ich irgendwie 5 Wochen Kur gehe oder so. Und ja, das sind auch die, die ihr schon in meinem Neuzugänge-Video gesehen habt. Und zwar einmal Firelight, Brennender Kuss, das ist der erste Teil. Und ich weiß, dass es da um Drachen geht. Oder um Drakis, also um Drachen-Menschen-Dinger. Und ich bin schon sehr gespannt darauf. Hinten der Klappentext scheint ja nicht so viel auszusagen. Nee. Und deswegen werde ich mich überraschen lassen. Der Stapel, den ich hier liegen habe, der wird echt hoch. Ich kann sein, dass er hier gleich irgendwie in die Kamera schießt. Und ja, als nächstes, das Buch ist auch nicht so dick, möchte ich lesen. Lamento von Maggie Stiefvater. Das wäre dann meine 2. Reihe von Maggie Stiefvater. Ich habe ja nur die Mercy Falls Trilogie gelesen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird. Und danach möchte ich dann lesen Ballade. Ich habe ja immer noch keinen, ich werde auch jetzt keinen Schutzumschlag mehr haben, aber ich wollte das Buch auch nicht abgeben, weil es halt aus dem Pan Verlag ist.
Und den Pan-Verlag, da kriegt man ja die Bücher nicht mehr. Und bevor ich das Buch jetzt irgendwie zurückgebe und ich es dann nicht mehr kriege oder so, habe ich gedacht, behalte ich es. Und es ist ja grün und der erste Teil ist ja auch grün und von daher stört es mich jetzt auch nicht so mega. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir die Mopse zurücknehmen würde. Deswegen behalte ich es lieber und freue mich darauf, es zu lesen. Okay, jetzt fangen wir mal an mit meinen Kurbüchern. Ich glaube, ich fange so an. Und zwar möchte ich lesen, endlich, Lockwood und Co., der erste Teil, die seufzende Wendeltreppe. Und ich weiß, dass es dabei um Hexenjäger-Dings geht. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf zu lesen. Ich habe ja nur gute Sachen darüber gehört. Und im August oder so erscheint ja schon der dritte Teil. Weiß noch nicht, ob ich ihn mir sofort holen werde. Höchstens, wenn mir die Bücher wirklich so zusagen, dass ich unbedingt den dritten Teil haben muss. Und gleich dahinterher lesen möchte ich den zweiten Teil, der Wispernde Schädel von Lockwood und Co. Und wenn mir danach irgendwie so ein fieser Cliffhanger oder sowas drin ist, werde ich mir natürlich sofort den dritten Teil holen. Das geht da nicht anders. Und hui, es fängt an zu wackeln. Ich weiß nicht, ob ich da noch Bücher draufstellen sollte. Ihr seht das jetzt hier nicht, also hier steht mein Stapel, deswegen nicht bewegen oder so. Okay, dann passend zu Lockwood und Co. kann ich euch denn jetzt die Bücher zeigen, die ich danach lesen möchte? Oder ich entscheide spontan oder sonst irgendwas. Und zwar möchte ich dann lesen den ersten Teil von Bartimäus. Da geht es ja um den Wasserspeier Bartimäus. Und ja, ich weiß gar nicht, was... Irgendwie weiß ich, dass es um Wasserspeier Bartimäus geht. Und gleich danach möchte ich lesen, weil es auch schon so lange auf meinem Sub steht. Ui, das fühlt sich hier so an. Und... Oh, das ist hier hervorgehoben, deswegen fühlt sich irgendwie cool an. Möchte ich dann noch den zweiten Teil lesen. Das ist das Auge des Gollum. Das andere war das Amulett von Smarkan? Oh mein Gott. Und ja, ich werde mich einfach überraschen lassen, wie die Bücher gefallen. Ich denke, oder sie müssen mir jetzt gefallen. Ich habe ja alle Teile hier und freue mich schon drauf, sie zu lesen. Dann, ich glaube, das ist der dritte, die Pforte des Magiers. Werde ich dann auch hinterher lesen. Ich habe das einfach lieber, wenn ich halt eine Reihe so hintereinander weglesen kann. Weil dann hat man halt alles nochmal, wo man sich so zurückerinnern kann. Und ja, besser als wenn man einfach Zeit dazwischen hat. Und als viertes möchte ich noch lesen, der Ring des Solomon. Das ist der vierte Teil. Ich glaube, die lasse ich jetzt so stehen. Okay, jetzt sind es nur noch drei Bücher, die ich lesen möchte. Das sind übrigens alles hier die Bücher, die ich so fest lesen möchte. Also die sind auf jeden Fall in meiner Leseliste drin. Außer die, für die sie im Lesen-Special 7 Tage lesen. Da kann es sein, dass ich nicht so viel schaffe. Ich hoffe es natürlich. Aber die anderen sind eigentlich fest drin. Wenn ich dann noch irgendwie Bücher dazu lesen möchte, die packe ich mir dann halt auch noch dahin. Und ich hoffe, dass ich wirklich alles schaffen werde. Egal. Jetzt machen wir die letzten Bücher. Ist das der erste? Ja. Und zwar möchte ich lesen Meeresflüstern von Patricia Schröder. Und ja, da weiß ich, dass es um Meerjungfrauen geht. Und die Cover sind so wunderschön. Ich habe jetzt alle drei Teile hier. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und dann möchte ich natürlich sofort lesen, weil es auch schon eine Weile hier rumsuppt. Den zweiten Teil, das ist Meeresrauschen. Und es ist sogar noch original verpackt. So langsam geht hier die Folie, glaube ich, ab. Aber egal. Ich will es ja bald lesen und deswegen, ich freue mich schon sehr darauf, es bald zu verschlingen. Und das letzte Buch auf meiner Leseliste ist Meerestosen. Das ist jetzt der neueste Teil, den ich hier habe. Und der letzte. Und es ist auch so wunderschön, das Buch. Ich freue mich einfach drauf, diese Bücher zu lesen. So, ihr Lieben, ihr seht schon langsam, hier kommt der Stapel hoch. Der steht jetzt neben mir. Der andere steht da, also alles voller Bücher hier. Also ja, wenn ihr, wie gesagt, schon Bücher davon gelesen habt,
dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bücher davon lesen wollt. Schreibt mir das auch dazu. Ich freue mich immer über Kommentare. Und wenn ihr noch abstimmen wollt für das 7-Tage-Lesen zwischen Eragon, Gebannt und Nachtprinzessin, könnt ihr das auch noch in die Kommentare schreiben. Ich zähle es dazu. Und ich hätte mich gefreut, wenn es Eragon geworden wäre. Aber im Moment sieht es auch nach Gebannt aus. Aber egal. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!